So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei Cockpit Mission. Freue mich. Machen wir uns kurz ein Bild über die Lage. Wir sind ja hier in einem Rückzugsgefecht und der Feind drückt hier definitiv mehr über die rechte Seite, als ich das erwartet habe. Wir sehen hier einen Steward, einen Sherman. Wir wissen, dass, glaube ich, hier war das. Oder irgendwo hier steht noch ein 105er Sherman. Hier kommt eine ganze Batterie Panzersymbole angefahren. Da kommt gleich drauf zu. Wir haben eine Infanterie. Wir werden das nicht stoppen können. Vor allen Dingen nicht so, wie sich hier mein Panther benimmt. Den werde ich jetzt hier so hinfahren, dass er hier und hier so ein bisschen rüberschießen kann. Dass dann die Feinde hier vorbeifahren, dass er da noch den einen Panzer rausnehmen kann. Letztendlich werde ich aber hier den Scharfschützen gleich einziehen. Sehr wichtig, das kann man befehlen. Ja. Und ich denke, großartig aufklären wird er hier nicht mehr können. Das heißt, wir ziehen ihn hierhin zurück. Anschließend schnell hierhin zurück. Sagen, er soll in die Richtung gucken und sich verstecken. Dann können wir hier die rechte Flanke erstmal nur so lassen. Wichtig ist, wir müssen unsere Einheiten darauf vorbereiten, sich hierhin zurück. Wie gesagt, wir können den Amerikanern so großmöglichen Schaden wie möglich geben, aber letztendlich erste Priorität ist, dass wir hier rauskommen. Genau, hier will ich einen Panzervernichtungstrupp noch nach vorne bringen. Das werde ich aber mal abändern. Ich finde das sehr schwer, hier mal festzustellen, durch welche Ecken man schießen kann. Ich muss ich sie dann doch nach da vorne. Heißt rum. Kommen wir auf den Punkt. Wir werden jetzt ihm hier erstmal Feuerbefehl geben. Anschließend zusammen mit einer Pause. Dann rückwärts dieses Stück erstmal. Blick nach dort und dies nicht. Auch. Und anschließend möchte ich, dass der Tiger sich dorthin zurückzieht. Und dafür ist er halt ein Porsche-Turm. Das heißt, er ist nicht unverwundbar. Ja. Der Porsche-Turm ist von der Geometrie her ein wenig besser aufgebaut, hat aber den Nachteil, dass er panzerungstechnisch schlechter ist. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, einmal, dass sie dann so Kugelfalle, dass die Möglichkeit besteht, theoretisch einen Abpraller hier in den Kranz zu bekommen. Und auch fertigungstechnisch war der relativ schlecht. Was man hier sieht, dieser Aufschwung, das ist ziemlich getitt, soll das darstellen. Das ist eine Paste, die aufgetragen worden ist, damit Magnetsprengladungen nicht am Panzer haften. Gut. Hier sehen wir, dass dieses MG feuert und auch der Lux feuert. Ja. Hier wir denen jetzt noch, sagen wir, 20 Sekunden. Anschließend möchte ich, dass die sich in aller Eile schon zurückziehen. Und dann nicht. Und sich dann hier vorbereiten, die nächste Verteidigungsstellung aufzubauen. Die schießen gerade sowieso nicht, also können die das instant machen. Sicherlich könnte man sich hier ein bisschen weiter festbeißen, aber Tatsache ist, wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten, um über dieses freie Feld hier nach hinten zu kommen. In diese und in diese Zone.
Das wird allgemein, denke ich, noch sehr, sehr schwierig. Und ja, das hat auf jeden Fall für mich erstmal Priorität, hier rauszukommen. Witzig, ich habe ja letztes Mal nicht gewusst, was das hier war, was quasi wie eine große Schrotflinte geschossen hat. Ich wusste tatsächlich nicht, muss ich zugeben, dass es für den Steward DM zwei Kanister Munition gibt. Das war, was hier so hergeschossen hat. Das ist 200 Stahlkugeln, glaube ich, die dann da fliegen. Wusste ich nicht. Mea culpa. Hast du dazugelernt. Hier hat es unseren Lux erwischt. Den hatte ich aber in dem Moment schon abgeschrieben, wo die hintere Kugel hier eingeschlagen war und der Lux quasi bewegungsunfähig war. Weil was ich nicht rausziehen kann in der Mission, ist sowieso verloren. Gut, ich denke, genug gequasselt. Sind ja auch schon wieder 6. Ganz einfach mal aus. Gut, da hat es die Halbkette erwischt. Ah, die ist nicht zerstört, aber die werden jetzt sicherlich ausbluten. Gucken wir uns das nochmal, weil ich war jetzt sehr das Geschehen hier drüben konzentriert. Also gucken wir uns das hier genauer an. Nee, wir sehen hier also mindestens drei Stewards. Okay, dass hier mit dem Steward gerade nicht klarkommen, das nervt mich schon. Gut, den kriegen wir auf jeden Fall noch geknackt. Den. Wenn der Lux ihn seitlich trifft, möglich, dass er ihn zerstört. Wetten würde ich nicht drauf. Hier drüben haben wir richtig auch wieder einen Sherman erwischt. Die drücken tatsächlich mit immensen Kräften gerade. Da die Infanterie ist zum Teil schon geschockt, wäre Verluste hinnehmen müssen. Treffer bekommen und ist ausgeschaltet. Und sehen müsste es sein. Natürlich zerstört. Sauber. Fahrzeug selber ist noch intakt, das könnte heißen, die APCR-Munition von denen einfach nur durchgeschlagen ist. Hier, das kommt mir gerade tatsächlich zugute. Er hat hier selber Infanterie im Vorrücken. Erst vorhin.
Das ist natürlich praktisch, dass er da jetzt selber einen Teppich aus Artilleriegranaten hinschießt. Ja, unser Königstiger hat es geschafft zurückzukommen, hat ein paar Kettentreffer bekommen, die darf natürlich nicht reißen, sonst ist es hin. Optik, ja, Das heißt, Nachverteidigung funktioniert, damit können wir überall noch halbwegs leben. Mit der Ketten mache ich mir gerade größten Sorgen. Das heißt, wir fahren ihn jetzt so vorsichtig rückwärts in ein Gebiet, wo wir ihn rauskriegen können. Das heißt, Möglichkeit wirklich bis hier hinten durch und dann in die Evac-Zone über den Feldweg langsam. Wie gesagt, der hat definitiv Priorität. Gut. Der Panzer ist unter Luke vom Turm her, das heißt, könnte das Ganze schaffen. Ich sehe aber gerade, wenn ich das richtig sehe, zielt er auf den Lux. Kann sein, dass er gerade einschwenkt. Ah, mein Scharfschützen haben sie erwischt, nehme ich. Ja, hier auf dem Feld. Ich hätte ihn auch zurückkriechen lassen, aber dann hätten sie wahrscheinlich auch. Gerade. Damit muss man jetzt liegen. Also ich. Ich hoffe, dass die jetzt hier nicht ausbrechen. Ja, hier sieht sogar noch gut aus. Einer stirbt, muss ich zusehen, ob ich die da noch mit reinsetzen. Jensen. Who's Crew. Erstmal hier Panic-Status. Ja, das hier ist halt ein Selbstmord. Ich weiß es, tut mir leid, aber keine Chance, da zu halten. Ja, ich hätte den Königstiger jetzt stehen lassen, dann wären die Chancen höher gewesen. Der Lux hat keinen Schuss mehr abgesetzt. Die haben sich hier empfangen. Der scheint jetzt hier tatsächlich rüber zu ziehen. Falls er mal dem Symbol geht. Ja. Keine Chance. Ich wusste nicht, dass der Panzer hier reinzieht. Das. Okay.
doch, die sind ausgebootet. Verdammt. Weil das Symbol wieder durchgängig war, habe ich gedacht, die haben sich gefangen. Die sind noch, werden noch eine Weile panikt sein. Als er da rüber zieht, damit geben die an. Hier schon mal so ein bisschen wieder einziehen. Fahrzeug so grob hinter der Ecke halten, da will ich dann die Pack anprotzen. Ja, dann bin ich ziemlich stark. Bald mein Rückzug beschleunigen müssen. Sherman da durch die Ecke durchgucken können. Wie gesagt, eins meiner Probleme ist, ich weiß nie, wann man durch diese Ecken durchgucken kann und wann nicht.
Mein Problem ist jetzt hier ziemlich hart. Monster, die das abfangen können. Was. Königstiger kann ich hier zwar hinfahren, aber ja, seitlich. Und hier kommt auch noch genug. Deswegen überlege ich gerade, ob hier gerade keine Panzer kommen. Panzer 4. Rückwärts hier hin. Oh. Dann dorthin. Ja, auch wieder nur die Hälfte behalten, aber. Muss ich den später hier über das Feld, da durch den Zaun sollte ich durchkommen, das geht also. Ja, kann ich den hier so rückwärts wegziehen. Dann er stellt sich hier so hin, dass er halt nicht schießen. Ziehe ich ihn halt nur hier rein und wenn die Ami-Panzers ist, ne, ist klar, hier durchkommen, muss ich sie dann knacken. Der Team sind dahin. Hier links dürfte ich auch noch relativ gute Chancen haben, mich zu probieren. Ich weil den Lux verloren habe, da bin ich nicht ganz so. Ist schon schade, aber. Gut. Okay, da läuft nur Antrieb. Ja, nicht unspektakulär bisher, glaube ich.
Aber tatsächlich ist jetzt nicht so viel passiert. Entschuldigung, Gott sei es gedankt. Um ehrlich zu sein, hier schwören überall amerikanische Panzer um die Familie durch die Linien. Ich lasse ich vorne. Sorry, Boys. Wir werden jetzt unsere 7 Sachen packen. Auf, muss ich dann ein, zwei Runden sichern. Der Feind kann hier im Grunde genommen einfach durchfahren, das ist mir schon klar. Aber was soll ich machen? Ich sehe jetzt keine großen Möglichkeiten, ihn eben aufzuhalten. Den gepanzerten Kräften weit überlegen. Was denn? Ja, Artillerie überlegen. Packen zusammen. Wenigstens die Kernelemente, die wichtigsten Einheiten retten. Alle kriege ich sowieso nicht gerettet. Oh Junge. Aber nicht ernst, oder? Verstanden. Feuer einstellen. Ende.
B-Fahrzeug. Hey, der hat zum Glück nur, in Anführungsstrichen, nur den Anfang. Ich denke, wenn der die gleich trifft, dann hat er leicht. Nur vielleicht. Nicht mit denen, wenn ich die auf normal umsetze, ganz sehr schnell gehen. Sag nicht, vielleicht ist da auch noch Infanterie. Wir löschen dahin. Auch. Pause 20 mal rein. Wenn du das. Dann dahin war Panzerziel. Schütze oben ist Unterluke und der Turm dürfte nicht schnell genug drehen können. Bisschen Glück, fährt das Fahrzeug nur durch und stellt sich dann irgendwie da Epper. Verlassen würde ich mich ja nicht. Gut. Noch nicht. Zum Glück schaffen die das rechtzeitig einzuschiffen. Zwei Runden kann ich dir noch geben, bis er aufgeputzt hat. Nee, da echt weg.
Na, die ging daneben. Der kann nur da hier runter. Das ist ein Vorteil. Die Straße hier ist auch fast zu, also. Hier, die protzen gerade an. Dass der hier so ein scheiß Schussfeld hat. Und der sollte am offenen Feld. Wäre ich auch schlecht für die. Dann lege ich darüber, um ein bisschen zu schließen. Alles, was ich retten kann, wäre jetzt echt gut. Kann ich noch was retten? Würde ich versuchen, dem die Ketten zu ziehen. Granaten. Auch nicht.
Sherman, der fällt ein. Dass er die Uhr weg hat. Gut, da hat gerade was getroffen. Ich nehme an, dass es die zweite Halbkette war. Ich muss es versuchen zu öffnen. Kann er eventuell mehr sehen. Den zerstören könnte, das wäre schon ganz gut. Danach nach da drehen und vielleicht noch einen oder anderen Sherman, aber ich befürchte, dass ihn der jetzt gleich schießt. Obwohl die Sherman trifft die auch relativ schlicht. Aber hier ist auf jeden Fall gleich einen Packer. Ich hoffe ja wohl, dass der den da knacken kann. Dann ist der Schütze gerade nicht oben. Ne, die können von da aus nicht schießen, dann bringen sie mich. Da geht's gerade noch hier. Geht's eigentlich recht nicht halt. Lass den Panther erstmal Oberluke gehen und dann kann ich den langsam hier vorpirschen lassen. Dann kann er hier eventuell mitnehmen. Brauche ich ihn dann wieder zurück und schön rückwärts hier raus. Haben wir nur 30 Minuten Zeit, um hier rauszukommen. Zerstört. Schon was Gutes. Der geht zurück noch daneben, da wird genug Material getroffen. Wie gerade tierisch zersiebt wird. Halbkette ist auch hin.
Freunde. Rückwärtsgang. Ich ziehe jetzt hier raus, was ich noch kann. Und dann stelle ich um auf, mache ich Waffenruhe. Glaube ich, also. Glaube nicht, dass hier noch viel zu retten ist. Gültig der. Wenigstens die Panzer noch mit Recht einen Infanteriezug in den nächsten Mal mitnehmen kann. Mir auch leid, ich würde ja hier lieber gerne richtig meinem Mann stehen, aber ich denke, die Mission ist auch nicht dafür ausgelegt, hier den Feind zu vernichten. Und ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge Feindpanzer geknackt, aber das wird ja gar nicht weniger mit den Symbolen. Hier sehe ich 4, 5, 6. Da drücken wir uns. Ich denke, es ist wichtiger, einen Panther, ein paar Panzer 4 und einen Infanteriezug zu retten, anstatt hier einen Helden zu spielen. Er macht so, weil er jetzt meinen Befehl gecancelt hat, aber nicht gut. Meine Wut, den hat nur ein normaler Schütze erwischt. Ah, jetzt. Wurde nicht von dem Panzer erwischt. Oh, der fährt hier die Brücke oder so.
aufstellen. Dann mit. Wie ich so am Waldrand aufstellen, dass sie noch schießen kann. Teilweise. Sollen ja dann quasi noch westlich. Wenn natürlich dann nochmal versuchen aufzustellen. Ich denke, das dauert zu lange. Das bedeutet, die sind evakuiert, ja. Nett, wusste ich nicht, dass es eine Funktion gibt. Oh! Das Ding ist in Panik, funktioniert aber anscheinend noch. Hier den halten wir da vorne noch mal an, öffnen. Vielleicht sieht er noch den einen oder anderen Steward, der dann hier lang kommt und bläst ihn weg. Ein Moment. Entschuldigung, da nutze ich leider gerade als Telefon. Ich gut. Sag mit dem, ob der was sieht. Wäre ja nicht schlecht, wenn der da hinten steht. Die können auch hier gleich mal Lüfte mal und Söhne machen. Die Trümmer da stehen. Ab. Mal gucken, was uns jetzt um Ohren fliegt. Weil da rechts die Infant. Die sich fangen. Gut, da ist jetzt nicht so viel passiert. Auch noch. Wo ist hier? Also. Den noch nicht ganz raus, genau, wenn es sicherlich nicht der hat wäre. Sicherheit so. Hat ihn erstmal hier hin damit. Ich denke, unser Rückzug sollte jetzt noch recht gut.
Letztendlich werde ich den Zug dann auch hier an diese Waldkante bringen. Ja, an der Waldkante komplett aufgestellt. Hier. Ein Panzer. Ja. Wie steht er da? Lese sie. Müsste eigentlich rückwärts durch den Wald durchkommen. Hoffe ich. Bei einem Blitzkrieg konnte ein Panzer auf jeden Fall halbwegs durch den Wald manövrieren. Nicht muss ich ihn dann hier außen langziehen. Also, eigentlich nicht auf Aufnahme. Wird wahrscheinlich leider ein Stück in Ordnung. Entschuldige ich mich natürlich. Letztendlich habe ich ihn doch nicht so rückziehen will mich am liebsten. Wir sehen, dass hier jetzt Panzer vorfahren, die lasse ich ihn damit wegmachen kann. Jedenfalls. Geh dir, Wipke, du könntest eventuell über hier rausschauen. Hätte ich ja wenigstens einstummeln. Bin quasi an der. Ich verpissen hier. MG ist auch gleich da und steckt auf das den Rest, wenn man so will. Eins. In der nächsten Runde ziehen wir dann die Panzer an. Einen rechten Flankenschutz habe ich mit meiner Aufstellung total verkackt. Dann sage ich nur vier rechts. Hier schon viel einerseits.
den Stiften. Ups. Ich würde sagen, einen Zug machen wir noch und dann lassen wir das für die Zeit. Wird jetzt sehr, sehr gut. Dann zum letzten Zug des heutigen Parts. Sich manchmal bei ihnen entdeckt es schon. Super, jetzt nichts großartig passiert und sein MG haben wir auch noch lebend rausgekriegt. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich muss sagen, diese Mission ist für mich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich kann auch schon mal vorweg sagen, ich werde, wenn die Mission fertig ist, werde ich hier schon mal ein kurzes Feedback zu geben, weil ich glaube, die geht in der Kampagne am Ende wahrscheinlich unter. Aber das ist echt eine cool aufgebaute Mission. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und seid wie immer. Bis denn dann.